Die Sechsner Dolomiten als geschlossene Berggruppe sind geprägt durch eng geschaute Türme, Zacken und Spitzen. Dazwischen liegen weite Hochflächen. Zwei Drittel der Naturparkfläche bestehen aus Schutt und Felsen. Der Naturpark Drei Zinnen ist Teil des UNESCO-Welterbes Dolomiten und damit von weltweit einzigartigem Wert. Die Ernennung als Welterbe ist eine hohe Auszeichnung für diese faszinierenden Berge und die Menschen, die hier leben und arbeiten. Aber auch eine große Verpflichtung und Verantwortung für uns alle. Die Schichten der Dolomiten bestehen aus den Gehäusen verschiedener Meeresorganismen, wie Muscheln und Korallen, die vor Jahrmillionen im ehemaligen Tethysmeer abgelagert worden sind. Während der Alpenfaltung wurde der Sedimentstapel aus dem Meer emporgehoben. Wasser und Eis formten die heutige Landschaft mit ihren einzigartigen Gipfeln und Hochplateaus. Dieser Prozess hört niemals auf. Noch heute wächst das Gebirge um einige Millimeter im Jahr. Doch Erosionskräfte nagen ständig am Fels und tragen ihn ab. Die Sechsner Rotwand besteht aus dem undeutlich geschichteten Schlern-Dolomit, der sich durch sein wild zerklüftetes Aussehen vom jüngeren Hauptdolomit mit seinen horizontalen, gleichmäßigen Schichtbänken unterscheidet. Die langsam verwitternden Reibler-Schichten bilden die weiten Verebnungen der Zinnenhochfläche. Im Frühjahr trifft sich im Hochgebirge das Birkwild zur Balz. Der Hahn imponiert dabei mit aufgestelltem Stoß und anmutenden Lautäußerungen. Auffallend beim Hahn sind die roten Rosen über den Augen. Der Naturpark ist wieder erwacht. Neues Leben wird bald bis in seine höchsten Regionen vordringen. Das wildromantische, nahezu unbesiedelte Höhlensteintal biegt bei Toblach gegen Süden ab und bildet das Tor zu den Dolomiten. Im Bereich der steilen, schwer zugänglichen Flanken und Kuppen kann die Natur sich frei und ungestört entfalten. Auf 1406 Metern Meereshöhe liegt der flache Dürrensee. Von den wenigen Seen im Naturparkgebiet ist er der größte. In heißen Sommern trocknet er fast vollständig aus. Von daher rührt auch sein Name. Kurz vor dem See gibt das ursprüngliche Rienstal den Blick auf das Wahrzeichen der Dolomiten, die drei Zinnen, frei. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gelten die Sechsner Dolomiten als das Kletterparadies schlechthin. Pioniere des Alpinismus wie die Brüder Innerkofler, Paul Grohmann, Emilio Comici und Angelo Di Bona und viele andere der Grande Elite haben hier Bergsteigergeschichte geschrieben. Der Weberknecht ist hier klar im Vorteil. Er klettert, wie Gott ihn geschaffen hat. Während anfangs für Routen um den zweiten bis dritten Schwierigkeitsgrad Höchstleistungen erforderlich waren, werden heute Routen bis zum 11. Schwierigkeitsgrad geklettert. Thank you.
Parallel zum Höhlensteintal nur durch den mächtigen Haunold, den Hausberg von Immichen getrennt, liegt das Innerfeldtal. Die lichtdurchfluteten Lärchenwiesen mit den verwitternden Heuschupfen am Eingang des Tals bezaubern im Frühjahr durch ihr frisches Grün. Das Eichhörnchen zupft Flechten vom Stamm der Lärche und polstert damit den Kobel sein Nest aus. Bald bringt das Weibchen 3 bis 8 blinde Junge zur Welt. Der Buntspecht ist der häufigste Specht unserer Wälder und kommt von der Talsohle bis in die Bergwälder vor. Seine Schlaf- und Brutplätze legt er in Bäumen an. Somit erschließt er den Wald auch für andere Höhlenbewohner. Beide Eltern brüten und füttern den äußerst schutzbedürftigen Nachwuchs. Nach etwa 4 Wochen verlassen die Jungen das Nest zum ersten Mal. In den Wäldern des Naturparks lebt auch der Rehbock. Im Frühjahr lockt ihn das frische Gras der Bergwiesen aus dem schützenden Wald heraus. Die Kreuzotter ist vorwiegend auf sonnigen Plätzen anzutreffen. Der seltene Uhu brütet in talnahen Felswänden des Naturparks. Die Jungen werden bis zu einem Alter von 5 Monaten von den Eltern umsorgt. Viele von ihnen überleben das erste Lebensjahr nicht. Der Mäusebussard kann dem großen Uhu jedenfalls nichts anhaben. Die reizvollen Lärchenwiesen im Innerfeldtal werden erst im Sommer gemäht. Ihre buckelige Oberfläche, herabgefallenes Reisig und alte Baumstümpfe erschweren die Bewirtschaftung dieser Flächen. Die Gefahr der Auflassung ist groß. Durch die Vergabe von Landschaftspflegeprämien werden die Grundbesitzer veranlasst, diese wichtigen Kulturlandschaften des Naturparks für die Zukunft zu erhalten. Ein Beispiel sanfter Bewirtschaftung sind auch die Xellwiesen am Fuße des Xellknoten oberhalb von Sechsten. Dank der Abgeschiedenheit und des sparsamen Einsatzes von Düngemitteln gibt es auf dem Xell auch heute noch blumenreiche Magerwiesen. Der kleine See bietet einen idealen Lebensraum für Libellen und andere an Feuchtlebensräume gebundene Tierarten. Als wahrhaft majestätischer Berg überragt die 3145 Meter hohe Dreischusterspitze alle anderen Gipfel im Naturpark. Die Dreischusterhütte im Innerfeldtal ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen hinauf zu den drei Zinnen. Dort liegt die Langalm, die größte bewirtschaftete Alm im Naturpark. Mehr als 100 Tiere von Toblacher Bauern verbringen hier für 5 bis 6 Wochen ihre Sommerfrische. Auf den Schutthalden und den Felsritzen haben sich die schönsten Dolomitenblumen verankert. Frühlingsenzian, Silberwurz, schopfige Teufelskralle. Sie sind einsame Vorkämpfer in dieser unwirtlichen Gegend. Der gelbe Alpenmohn verankert sich mit seinen bis zu 2 Meter langen Wurzeln im Geröll und widersteht so Stein- und Schneelawinen. Wo ausreichend Humus vorhanden ist, liegt das Reich der alpinen Rasen mit Wundklee und Dolomitenenzian.
Gespannt hält der Steinschmätzer Ausschau nach Gefahren aus der Luft. Die verspielten Murmeltiere hingegen haben einen Wächter im Einsatz, der sie mit einem eindringlichen Pfiff vor dem nahenden Feind warnt. Die grasigen, steilen Hänge des Naturparks sind das Reich der Gämsen. Während der Berghochsaison ziehen sie sich in ruhigere Gebiete zurück. Dann nämlich strömen unzählige Menschen in die Bergwelt des Naturparks und wandern auf Wegen und Steigen, die vorwiegend zur Zeit des Ersten Weltkriegs angelegt worden sind. Dazu zählt auch der bekannte Alpini-Steig, ein mit Griffen und Drahtseilen gesicherter Klettersteig am Elfer, der während des Krieges eine wichtige Versorgungsfunktion innehatte. Heftige Kämpfe tobten damals zwischen italienischen und österreichischen Truppen auf der Sechsner Rotwand, im Zinnengebiet und am Monte Piano. Stacheldraht, Kavernen und Schützengräben haben die Landschaft stark verändert und erinnern an diese dunkle Zeit. Die geselligen Alpendohlen haben sich an die verstärkte Präsenz des Menschen im Gebirge angepasst und suchen ihr Futter bevorzugt in der Nähe von Schutzhütten, wie beispielsweise der gemütlichen Büllelejoch-Hütte. Sie und zahlreiche andere Hütten bieten den Besuchern Rastmöglichkeit und Schutz auf langen Touren. Die Schneefinken leben das ganze Jahr über im Hochgebirge. Wo sie Futter finden, werden sie auch zutraulich. Die Bödenalpe mit den malerischen Bödenseen ist landschaftlich besonders reizvoll. Die Seen verdanken ihre Entstehung den wasserstauenden Reibler Schichten. Die weißen Schutthalden im Altensteintal dokumentieren eindrucksvoll die Vergänglichkeit des Gebirges. Der wohl beliebteste Anstieg zu den drei Zinnen führt durch dieses Tal. Das U-förmige Fischleintal wurde ehemals vom Gletscher ausgehöhlt und geformt. Den südlichen Talschluss umrahmt die Sechstner Bergsonnenuhr mit dem wuchtigen Zwölferkofel. Dichte Nadelwälder prägen das Tal. Genügsame Flechten und Moose besiedeln hingegen die kargeren Standorte. Mit etwas Glück begegnet man dem seltenen Alpensalamander. Seine Nahrung besteht aus Insekten. Das Tier ist so wie die Kreuzotter lebend gebärend. Land. Das Alpenschneehuhn, ein Schutthaldenbewohner, trägt noch das Sommerkleid. Im Winter ist es jedoch schneeweiß. So ist es perfekt getarnt und vor möglichen Feinden geschützt. Am Boden sucht es nach Knospen, Samen und Beeren. Die Lärchenwiesen am Eingang des Fischleintales leuchten in flammendem Gold und kündigen den nahen Winter an. In den Baumkronen der Lärchen sucht ein Schwarm von Birken, zeisigen, laut zwitschernd, nach fettreichen Samen.
Eine weiße Schneedecke legt sich über die Landschaft. In den Bergen kehrt Ruhe ein. Auch der Kreuzbergpass, ein wichtiger Übergang in die Nachbarprovinz Belluno, ist jetzt tief verschneit. Die Wildtiere haben sich zwar perfekt angepasst, um im tiefen Winter überleben zu können, doch die geringste Störung kann für sie nun lebensbedrohlich sein. Der respektvolle Umgang mit der Natur ist jetzt besonders wichtig. Hier hat der Naturschutz Vorrang. Der großen Bedrohung durch den Klimawandel steht das Gebiet an sich aber machtlos gegenüber. Deshalb liegt die Bewahrung dieses einzigartigen Erbes in der Hand jedes Einzelnen von uns.